Ach, scheiß drauf, Digga. Wir casten jetzt wie nein, ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. So, hallo, willkommen zum ja, vermeintlich letzten Spiel von wie nein. Im letzten Best of Three gegen 300, Spartaner, die leider nur zu fünf antreten dürfen, weil es League of Legends ist und kein Krieg. Die 300 haben Rakan, Thresh und Nocturne rausgefunden als Problembären. Und da ist natürlich Kutscher, fühlt sich da bestimmt sehr geehrt. Und auf der Gegenseite willst du casten? Ja, natürlich will ich casten. Sorry, Jungs, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und auf der Gegenseite hat V9 gesagt: Boah, Rumble, One-Trick hassen wir. GP, Main mögen wir nicht. Und eine Vi anscheinend vom Jungler scheint scary zu sein. Dann der Xayah-Pick. Übel solide, übel stabil, so kann man machen. Hat ein paar Counter, aber Xayah ist trotzdem ziemlich strong. Also es gibt keine richtigen Hard-Counter für mich. Finde Xayah einen soliden First Pick. Wenn man im Gegnerteam keine Caitlyn Lux Lane erwartet auf einem hohen Niveau. Muss man dazu sagen. Anscheinend sieht man hier nicht Caitlyn Lux bei V9. Und nimmt stattdessen den Wukong auf jeden Fall erstmal raus. Der hat gestern schon gut für die Jungs funktioniert. Und eine Ciri heißt Solo-Level etwas mehr scalen. Ja, Ciri hat man gestern noch nicht gesehen. Bin gespannt, ob die hier im Competitive funktioniert. Die braucht ja ein bisschen länger normalerweise, um relevant zu werden. Und spielt sich am besten eigentlich mit Enchantern. Und die spielt Kutscher nicht ganz so gerne. Er ist ja eher so der Playmaking-Motherfucker. Wird trotzdem hier gedraftet von hinein. Man gönnt sich. Gragas, absolut stabiler, flexibler Pick. Hat drei Positionen, actually fast vier Positionen, auf denen gespielt werden kann. Sehr, sehr flexibel. Und eine gute Antwort auch into Wukong. Kann man spielen. Hat auch Point-and-Click-CC für Ciri. Der CC ist eigentlich nicht ganz so lang. Gragas im Competitive auch noch diese Eigenheit, dass er zum Beispiel dann besonders gut ist, wenn du ansonsten Assassins picken willst oder Champs, die gut duellieren können, weil durch eine Gragas-Ult der Teamfight aufgesplittet werden kann und alle Zonings und Co. Aufgehoben werden können. Dann haben wir eine Ahri in der Midlane, passt in das Schema, was ich gerade beschrieben habe, ne, für Gragas. Und ist einfach nicht mal so stark in der Mitte unbedingt, aber am Mitte sehen wir Assassin gegen Assassin. Spannend. Beide mit Hyper Mobility am Start. Da wird das Visier runtergeklappt und dann wird ne, losgeritten auf den Gegner. Olaf wird gebannt noch. Die Frage ist halt, also ich denke, V9 weiß jetzt, wo Gragas hingehen wird. Wir nicht. Also ich weiß nicht, ich weiß, wer, weil ich nicht einfach nicht weiß, wer bei wem was spielt. Ne? Haben mich jetzt nicht vorbereitet. Wie nein, wird es getan haben. Yuumi von Kutscher wegzupicken, oder von wegzubannen, ist cringe, möchte ich an der Stelle euch wissen lassen. Ich glaube niemals, dass Kutscher LOL sich mit Yuumi auf Ciri setzt im finalen Aufstieg-Game und den Aufstieg, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber würde ansonsten Sinn ergeben, I guess. Wobei die neue Yuumi ja nur auf Ciri bleiben darf dann, ne? Aber geht bestimmt auch. Lulu wird rausgenommen, das ist schon der mehr reasonable. Ich denke, der Olaf-Bann war dann wahrscheinlich eher ein Top-Lane-Bann. Heißt, man geht davon aus, dass Gragas nicht Toplane ist. Hier wird jetzt Kassante gedraftet. Support also als Last Pick offen gelassen, nachdem man vier Supporter schon gebannt hat. Ist tatsächlich gar nicht so kacke, weil du immer noch den Counterpick halt hast für Support und dann immer noch ein Winning Matchup hast, obwohl vier Support-Bans rausgegangen sind. Das schon sehr, das kann sehr krass sein, wenn jetzt die 300 einen anfälligen Support und einen anfälligen Botlane-Matchup picken. Und das ist sehr anfällig, by the way. Es gibt hier einen Charakter, der übel free ist. Ich weiß aber nicht, ob Kutscher ihn spielt. Es gibt einen Charakter, der sehr, sehr gut ist und ich denke sogar an jede Win Condition passt und dem Team extrem viel Value gibt. Und jetzt aber noch mehr Value gibt.
Ist allerdings kein Champion, den ich mit Cucharlone in Verbindung bringen würde. Renata ist es nicht. Renata kann es aber auch sein. Es ist der andere Disengager. Thresh ist gebannt. Wenn ich jetzt hier V9 bin, oder der Coach von V9, dann kommt man hier Braum. Und dann, genau, dann ist die Nummer durch. Dann ist die Messe gelesen. Braum ist der, einer der, wenn nicht sogar der beste Supporter into Leona. Peelt extrem gut. Synergiert mit Ciri. Ganz angenehm. Gibt dem Ganzen einen Zoning-Touch. Du kannst die Ult von Gragas blocken. Du kannst, falls Ahri oder Leona jemanden hinten in deiner Backline engaged, kannst du einfach den Follow-up blocken mit der Ult. Du hast guten CC auf drei oder actually, jeder von den Gegnern ist relativ close ranged. Und du hast genug Engage selber schon gedraftet mit Wukong und LeBlanc. Kannst da auch assisten, aber musst nicht selbst in Engage spielen. Und Braum ist hier, denke ich, der Pick schlechthin. Wäre eine Karma da auch viable gewesen? Ja, wüsste ich jetzt nicht warum. Eine Karma für mich sieht so aus, als wäre die erstmal nur eine free Engage-Tool für die Gegner. Also wenn du Karma draftest, dann spielst du in Tuxia Leona. Xayah ist schon eine stärkere Lane ADC als Ciri. Und dann kann die Leona schon in reinen 2v2 auf dich committen, auf dich engagen. Und dann gibt es auch noch einen free Gank Path für Gragas her, weil du im 3 und 3 ja wahrscheinlich auch gewinnen solltest. Und ich sehe nicht, wo Karma im Late Game oder mit und Late Game die Teamfights überhaupt impactet. Und ich bin großer, also ich bin großer Karma-Fan. Ich glaube, Karma kannst du fast immer spielen, aber in der Situation, in diesem Draft bisher nicht. Wie die Pässe von Braum mit CRQ ausgelöst. Genau, aber nur mit CRQ und nicht mit der Passive. Wenn ich nicht falsch liege. Annie ist aber ziemlich das Gleiche wie Braum. Also Annie ist so ziemlich das Gleiche, ne? Wie Karma. Braum ist, wenn du, angenommen, Gragas geht jetzt runter. Also angenommen, Botlane engaged mit Leona Xayah. Gragas kommt dazu. Dann ist Braum so tanky, dass du von ihm aus das 3 und 3 turnen kannst. Er gibt halt sehr viel Value. Wäre Seraphine nicht gut, super gut hier? Haben wir noch Bier da? Scheint nicht. Die Drussel, danke für Resub. Ich hab ja jetzt gerade erklärt, warum man jetzt nicht unbedingt einen Range Supporter picken sollte in general, ne? Und Seraphine ist halt von den allen Optionen, die wir bisher hatten, das Schlimmste davon. Also absolut super mega omega terrible. Abgesehen davon müsst ihr euch kurz von der Illusion lösen, dass Seraphine ein Supporter ist. Weil she's not. Sie ist zumindest nicht der beste, also sie ist zumindest kein optimal. Sie ist nicht für Support gemacht. Seraphine ADC ist okay sogar hier. Ich glaube, Mages Botlane spielt man aktuell einfach nicht so. Ich glaube, ADCs sind aber schon seit Ewigkeiten jetzt. Ich glaube, ADCs sind einfach immer besser. Mages Botlane sind ziemlich terrible. Aber ich gebe dir, also grundsätzlich gebe ich dir recht, ne? Grundsätzlich kannst du in den Seraphine wahrscheinlich gehen. Würdest aber dann halt auch wenn du nicht cleanes Midgame spielst, würdest du, glaube ich, verlieren. Einfach weil die Damage-Verteilung so schlecht ist. Was mit Weigerbot? Glaube ich auch nicht gut. Wenn du eine Verbindung machst aus Weigerbot und dann von mir aus einen Ersatz-ADC auf Mid oder Top setzen, dann hast du ja quasi wieder den Klassiker. Also hast du wieder eine normale Damage-Verteilung aufgestellt. Aber ansonsten sehe ich Weigerbot gar nicht oder nur sehr selten. Die Karthus eigentlich die höchste Winrate aktuell. Karthus Winrate hat schon immer die höchste Winrate gehabt. Also seit Jahren tatsächlich. Und ist immer schlecht auf Bot. Das ist eigentlich das Beste. Also es ist übel gut, dass du das sagst, weil Winrates sagt natürlich auch was darüber aus, wie gut ein Champion ist. Aber Karthus Bot ist nicht gut.
ist einfach ein schlechter Pick. Szene bekommt er. Gib mir Second. Zack. Und dann. Yes. Hallo. Na? So, herzlich willkommen zum letzten Game der Playoffs für V9. Bin sehr gehypt, hab sehr viel Lust dazu. Die 300 machen sich auf den Weg nach unten und auch V9 hat Bock auf den Invade. Die Frage ist jetzt, wer geht welchen Weg? Wenn hier jetzt Philly Westside nach vorne geht, kann ich mir vorstellen, dass ein guter Win wird. Oh mein Gott, so schlau von V9 an der Stelle. Ah, leider den Baum-Tür gemisst. Phil geht zuerst rein, viel zu deep und jetzt First Blood. Oh weia. Das war ganz und gar nicht geil. Kein guter Start ins erste Game. Da hat man ein bisschen zu spät, da hat man ein bisschen unterschätzt, wie sehr die, wie weit die Lens geht. Kein Best of 3. Habe ich gesagt Best of 1? Ich habe nur gesagt im ersten Game, oder nicht? Anyway. Bisschen zu spät gecued, bisschen unterschätzt, wie lang die Vayne, wie weit die Lens rausschaut. Und da muss man halt auch überlegen, hat jetzt überhaupt wieder das bessere Level 1? Und ich würde sagen, allein durch Braum schon ja. Aber nur wenn der Fokus, wenn quasi der First Target Fokus, der letztes Match, ist der Teil des Gut, dass ihr aufgepasst habt, Leute. Es ist kein Best of 1, es ist ein Best of 3. Sehr, sehr gut. Ihr könnt euch sehr, sehr, sehr gerne darauf anfassen, auf eure Besserwisserei. Letzte Series, ja. So gehe ich mit euch aber kein Bier trinken, sage ich euch auch. So. Lines geht zu Felde. Auf Mitte. Super Junge, ihr seid die Allerschlausten. Wirklich. Und jetzt muss ich natürlich wie nein mit dem Emotional Damage hingehen. Also, fairerweise, diese gleiche Situation in Game 3. Shit, aber in Game 1, ja, fuck it. Es passiert, Fehler passieren. Wir werden noch einige machen in der Series. Alles super, tatsächlich. Der Draft ist immer noch übel stabil. Da bist du gut dabei. Wir gehen gegen diese Runde zu scrimmen? Ich glaube nicht. Bei uns gibt es den Namen nicht. Shared. Prior Bot ist schon mal okay, schon mal nice. Die Frage ist, was man mit der Prior halt macht, ne? Overall. Gags Pass von Top to Bot. Heißt, es könnte jetzt zu einem 3 und 3 Botlane kommen. Frybrush ist auch wieder pink warded. Setup wäre also dafür da, aber beide Jungle sind eigentlich hier von Kulf hier. Mit Tempo in den Gang schauen. Vor allem, weil Soda noch Cleanse hat, das wissen wir ja auch. Für die Westside engagen ist absolut super riskant. Deswegen hat man den Baum gepickt auf Seiten von V9. Und. Boah. Muss ich dir schon sagen. Kamon spielt leider ohne Flash. Also das ist ein bisschen riskanter für den Gnar. Man muss in general schon mal sagen, dass allein durch Draft, ne, wenn du 4 Bans reinhaust in den Supporter und dann trotzdem ein Counter-Matchup bekommst, dann ist schon was bei 300 nicht gut, gut gelaufen. Und V9 hat ja so ziemlich das bekommen, was sie wollten, denke ich. Sollte also gut funktionieren. Kette sitzt, kein Cleanse auf der Ari. Jetzt auch kein Flash mehr. Das ist schön gemacht. Flash bekommen von Nothing. Die Prior Bot genutzt, damit Kutscher einmal kurz Mitte kommen kann. Der könnte jetzt sogar nochmal basen, theoretisch. Ich kann Bot stellen, dann basen. Wäre gut. Wenn er sein Gold investieren möchte. Sola kann diese Wave unten annehmen und der kann dann, ja. Aber gut, da geht nicht Base. Auf den Spectre. Wieder ein bisschen lauter machen. Ich werde hier nicht rumfuchteln an der Technik. Ich kann einfach lauter reden, wenn ihr wollt. So, ich muss mit dem Laufweg ein klein wenig aufpassen, weil wenn der in die Wave kommt.
könnte es nochmal riskant werden, aber die Federn können dann nicht zurückgezogen werden. Die Federn werden einfach geblockt. Dafür hat man im Raum gedraftet. Ist okay. Ist doable. Den gibt es halt schon sehr laut. Ja, da müssen die Leute leiser spielen, ne? Finde ich auch. Das ist ein sehr früher Drake. For sure. Und das ist auch eine kleine Ingame-Pause, ne? Noch ein kleines Päuschen, Leute. Nimmt noch einen Schluck. Trinken nicht vergessen. Währenddessen invadet auch so viel Topside. Es könnte wieder so ein Wukong-Game werden, wo er einfach so sagt, okay, ich finde Lanes toll, auf einer emotionalen Ebene. Aber Nähe suche ich jetzt nicht. Und geht deswegen hier für Camps only und scheißt so ein bisschen auf die Lanes und auf die... In dem Fall auf den Drake. Hat man gestern auch schon mal. Hat aber gestern fairerweise auch einfach funktioniert, ne? Also wirklich. Hat gestern auch einfach funktioniert. Da kann man ja nicht meckern. Da kann man ja einfach nicht meckern. Wenn ich Sachen auf meinem Account ändere, bleiben die auf meinem Account, oder? Ich glaube ja. Mach's mal ein bisschen leiser. Besser? Gut. So, zum Top-Manager kann ich euch leider nicht viel sagen. Ich kenne einfach so Kisante. Ich weiß, dass er gut ist gegen Tanks. Aber da auch, glaube ich, nicht gegen alle. Aber ich glaube, gegen die meisten. Weil wie so ein Gnar-Matchup ist. No idea. Tatsächlich. Dark Harvest Gragas sehe ich jetzt erst. Das ist mehr als wild, finde ich. Dark Harvest ist auf jeden Fall keine Rune, die man jetzt üblicherweise sieht. Im General einfach. Das auf Jungle Gragas zu ballern, mutig. Sehr, sehr mutig. So, Outfit ist wirklich... Also Outfit ist jetzt Stufe 6. Und hat hier einen ordentlichen CS-Lead auch wieder. Aber normalerweise pickst du jetzt auch eine LeBlanc, um halt... ein Setup zu haben auf den Enemy Midlaner. Richtig. Um ein Setup zu haben auf den Enemy Midlaner. Und vielleicht kommt es ja auch noch gleich dazu. Aber würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Phil jetzt der Typ Spieler ist, der sagt, okay, scheiß drauf, Digga. Spiel du LeBlanc, ich spiel Wukong. Und das war's. CS-wise sind alle Lanes sehr fein. Und wie gesagt, Jungle Head, dafür aber ein Drake bei den Gegnern. Auch ein sehr, sehr cooler Drake, finde ich, by the way. Also der Exec Drake ist wirklich... Der einfach der Beste so straight. Auch stat-wise, also Attack Speed und CDR kann halt einfach jeder Champion brauchen. Sehr, sehr krass. Hail of Blades brauchen, ist das normal? Das ist nicht normal, aber kann man auf jeden Fall gehen, wenn du erwartest, so viel traden wirst. Das ist in dem Fall, in dem Game bisher aber nicht. Super viel Aggression im Early Game ist auch nicht passiert. Also wird die Rune keiner useless sein. Oder nicht so gut sein. Aber in general kriegst du halt einfach deine Passive sehr, sehr schnell geprockt. Und ich finde das gut, dass Kutscher eine aggressive Rune gegangen ist, ja. Einen aggressiven Versuch gestartet hat. Rulens moven beide hoch für Herald. Und Kamon ist noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen chunk, wollte immer Base gehen. Engage auf Leona. Sehr, 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 sehr ballsy. Sola war sehr, sehr deep. Und die müssen alle drei rausflashen. Das ist eine absolute Katastrophe für V9. Da habe ich gerade die Übersicht ein bisschen verloren. Ich muss mal kurz nachschauen, was genau passiert ist jetzt hier. Aber das war eine absolute Oberkatastrophe. Also erstmal move'n alle. Haben wir ja gesehen, ne? Alle move'n rein. Mitte wird ein bisschen, ja. AD Carry wird ein bisschen vom Connecten abgehalten. Und dann denkt sich der Autofill, yo, ich gönn mir den Engage. Nimmt den Stun. Drückt die Ult. CC auch, also Damage auf Leona ist da. CC auch. Und hier ist das Schild von Kutscher einfach nicht ganz super optimal. Und im Gegenzug aber das Gragas Barrel absolut genial. Wenn es nämlich Sola ins eigene Team kickt, Autofill disengaged, auch Pius kann da nicht viel mehr machen auf Leona, auf LeBlanc. Das ist krass. Das ist krass. Machen wir einen Schnelldurchlauf weiter, für up to date sind.
So, Luki. Gut, top, top. Nice job, come on. Nehmen wir mit. Pack mal ein. Und jetzt gucken, wenn wir nicht weiter behind fallen, ne? Wenn wir halt Objectives abgeben und dann noch den, also muss ja den Herald auch schon noch dazu rechnen. Mal gucken, wie effektiv der, wie effizient und effektiv der eingesetzt wird. Unten 3 und 3 würde ich immer noch übel genießen, glaube ich. Also, for real? 3 und 3 wäre übel nice. Wie seht ihr der beiden Teams? Keine Ahnung, wird Master, Grandmaster, Diamond sein oder so. Aber spielt nicht so eine super große Rolle im Competitive. So, Botlane abgeholt. Finde ich sehr gut übrigens, dass man hier nicht einfach so den Herald stellt, sondern erstmal Botlane Fire holt, dann in den River geht. Jetzt gibt es hier einen ziemlich random Fight, aber bei dem sollte Xayah auf jeden Fall sterben. Haben wir, schön. Und jetzt misfällt der Gegner ein, dann machst du raus. Ist kein großer Fight, auch wenn es ein 4v5 ist. Boah, wenn der Charm nicht hittet. Oh, weia. Das ist eine, wir traden hier einigermaßen even. Ich glaube, das ist nur ein Charge off. Schön gedodged von Pierce. Der hat nice gemacht. Oh, schön. Ah, cool, dann ist zu stark. Und der Red Buff an der Stelle vor allem auch. Ari jetzt mit 4-0-4 dabei. 400 Shutdown Gold wert. Und die Fights sind mir zu fast, Leute. Da müssen wir nochmal reinschauen. Da war natürlich ein sehr entscheidender Punkt im Game. Also erstmal Setup, ne? Ist übel gut gemacht. Also ist wirklich sehr gut. Du pushst Botline raus und musst dann mit Gragas in den River rein. Absolut gut. Das Einzige, was noch besser ist, ist, dass Carmon übel schlau ist und hier zumoved. So. Ist genial. Absolut gut. Du hast eine Überzahl-Fight, weil Gnar keinen Flash hat. Also du machst aus deinem Solo-Kill Top-Lane ultra viel Value. So, und hier ist aber allerdings wieder der Engage, ist wieder auf der Leona am Start. Leona kriegt jetzt hier trotzdem durch. Der Initial-Damage auf Wukong ist crazy hoch. Einfach nur Base Damage, also ich persönlich finde Gragas aktuell auch ziemlich broken, muss ich sagen, aber gut, er hat hier einfach den soliden Base Damage, um Autofill sofort zu deleten. Xayah kriegt auch eine richtig gute Ulti rein, weil das Schild von ja, muss man einfach sagen, das Schild von Kutscher war wieder nicht so prall. Hier kriegt man einen Kill und hier dachte ich eigentlich, okay, die Spells hier sind raus, die Cooldowns sind raus. Aber cool, dass in Season 13 ist halt Cooldowns. Ja, und deswegen kann man hier nochmal turnen. Da ist nochmal ein Q-Spell von Gragas ab. Und dann kriegt Ahri den ersten Reset. Und dann geht's ab mit der Ult, ne? Da wird der Drake nochmal gepult, einfach nur aus Arroganz. Ich persönlich finde einfach Gragas extrem broken. Schöner Dodge eigentlich auf den E-Spell von Gragas, aber dann ist Ahri mit dem Charm dabei, der den gerade eben trifft. Und das Finale haben wir gesehen, das Ganze. Ich skippe jetzt mal Teile des Games. Ist nicht cool, aber machen wir einfach mal. Weil ich ja schon Delay habe gegenüber den Leuten, die spielen. Ich will die nicht mal warten lassen. Okay. Stop it. So. Jetzt sind wir wieder angenehm am Start. Aber jetzt haben wir 3k Gold Vorteil. 4-0-4 auf Ahri. Und das tut da richtig weh. Wir sehen schon hier, es gibt fast eine Möglichkeit, wie Ahri die LeBlanc one-on-one kann. Also, die halt auch natürlich sehr mobil ist. Na, wir tanken das vom Braum gesehen. Viele andere Supporter werden ja gestorben. Braum kann einfach wegtanken. Hat nicht mehr geultet so. Also, für die Western in dem Fall. Top-Lane-Matchup sieht auch absolut nicht mehr angenehm aus. Solo-Kill jetzt wieder von Gnar. Also nicht wieder, sondern, ne? Jetzt wird zurück Solo-Killed auf Top. Unangenehm. Gragas ist jetzt im Rücken. Aber keine Ahri-Ult mehr. Schön gewartet mit dem Charm. Richtig stark gespielt. Man hat keinen Damage an der Stelle. Einfach kein Damage da von Autofill, um hier die Ahri vernünftig zu gefährden. Das ist, muss ich sagen, einfach auf einer individuellen Ebene. Leider gar nicht mal so geil für V9. Die werden ordentlich gehopst. Also, ist einfach so, ne? Die werden einfach, ja, die werden einfach gut gemacht. Hat hier hoffentlich gleich Cooldowns ready. Okay. Das Ding ist gerade kein Turn und Tagesrasse auf jeden Fall den Damage auch zu one-shotten.
wenn Leona ihre Spells trifft, mit der Pässe von Leona erst recht. Und man muss ganz ehrlich sagen, 300 sieht hier spielerisch überlegen aus. Muss man fair, also ist einfach so. Die spielen sehr starke Champs. V9 spielt jetzt nicht so gut mit der Ciri zusammen. Die braucht einfach ein bisschen zu lang für die Fights. Also man nimmt hier auch einfach jeden Fight und Ciri braucht einfach ein bisschen länger als Zexia, um relevant zu sein. Und also lass dir das gleiche Game zum Beispiel mit einem Varus passieren. Und ich glaube, V9 ist einfach deutlich ahead. Also einfach hard winning, wisst ihr? Man hat sich jetzt für die Scaling ADC-Variante entschieden, hat dann aber jeden Fight aktiv gespielt und dann aber, muss man auch sagen, ein bisschen gespielt wie, wie Oma unterm Arsch. Nicht gut. Also nicht gut. Nicht so nein. Jetzt sind halt hier natürlich bei 300. Können jetzt machen, was sie wollen. Und immer wenn die jetzt groupen, können die immer noch direkt für einen Catch spielen. Keiner Rough. Den Cup braucht man schon gar nicht mehr verteidigen, schon gar nicht mehr defenden. Jetzt ist aber trotzdem Autofill in der Topside, in der eigenen. Heißt, da ist auch kein Counterplay möglich. Du kannst also unten nicht einfach gegen reinspielen. Wenn dann nur ohne Jungler. Piercy, by the way, ist sehr, sehr gut. Ultung geholt. Dann hast du doch ein Counterplay bekommen. Hoffentlich. Out of nowhere. Braucht man sich nicht mehr reinzugehen. Es wäre halt, wenn man zusammenspielt und schnell. Kann man es holen? And they kind of do. Schön gespielt, weil sehr starke Leona war dabei. Das gefällt mir echt sehr gut. Davor muss man, glaube ich, Angst haben, da einfach Ciri kein Damage hat. Naja. Also Ciri hat kein Damage für Leona. Leona macht hier ein sehr richtig gutes Game. So far. Spielt überhaupt gar nicht in diese Raum-Counter-Win-Condition rein. Und ja, insgesamt fehlt einfach der Schaden. Und ich kann aber jetzt schon, also, das Ding ist, es ist serious, ne? Game 1 ist durch. Ich lege mir jetzt fest, so 10 Minuten gespielt, Game ist durch. Aber du hast ja jetzt ganz viele Learnings. Also du hast jetzt sehr, sehr viele Learnings. Und die Learnings sind auch piss-free zu machen. Zum Beispiel, also Learning Nummer 1. Du spielst keine Scaling ADC. Wenn du nicht gut, wenn du die Fights nicht gut abschätzen kannst, nicht gut darin bist, Sachen abzugeben oder Sachen halt auch zu counterplayen, dann lass doch einfach Ciri sein. Gib Zora doch was anderes so. Gib Zora einen Varus oder so. Varus gleiche Game, wie gesagt, übel gut. Und Ciri halt irgendwie noch überhaupt nicht vorhanden. Ich jetzt nicht an Zora, ne? Ich sage nur Ciri macht es den anderen schwieriger zu spielen, weil sie dann besser taktieren müssen und dann besser moven müssen auf der Map und so weiter und so fort. Und das haben sie bisher einfach nicht getan, okay? Das Decision-Making der anderen wird eher geprüft, wenn er Ciri spielt. Das ist, was ich sage. Ich gebe hier keine Schuldzuweisung, ne? Ganz wichtig. Ich finde den Ciri-Pick absolut legit. Aber es wäre eine easy Adaption und eine weitere easy Adaption wäre Gragas-Bann. Ich glaube, so viel Flexibilität willst du nicht dem Gegner geben. Plus, vielleicht bin ich ein bisschen biased, ja? Aber ich glaube, Gragas ist absolut, absolut broken right now. Viel zu viel Damage, egal auf welcher Rolle. Und ist, denke ich, absolut. Also, wenn ich mir überlege, wie der Gragas gespielt hat, wie die Gragas Ult die Fights entschieden hat, die zwei, also einmal am Drake und einmal am Herald, dann will ich den Gragas nicht sehen. Dann will ich den gar jetzt einfach nicht sehen. Okay. Dann lass es doch sein. So, lieber weg. Jetzt hier schon Impossible Games gewinnen sehen. Ja, aber wir reden, ist ja keine Solo-Q. Top-Lane. Schöner Counterplay-Versuch. Nicht gut gemacht vom Nah, ne? Bist du zu aggressiv gepusht. So kann man immer gegen, also gerade gegen unerfahrene Teams kannst du so halt immer wieder ein Comeback kriegen. Du farmst den Toplaner ab. Toplaner haben da irgendwie diese Schwäche für. Also nicht besonders. Toplaner sind, glaube ich, in vielen Lineups die dümmsten Spieler. Und
sterben einfach super oft in so einem Schiff. Ah, schöner Shutdown-Gold, schön. Das ist ja doch noch winnable, Leute. Einfach weil die C300 makro-wise absolut nicht gut performt hat. Ne? Also oben, der Gnade ist hier oben catchen, weil er die Sache nicht gut einschätzt. Und jetzt sterben wahrscheinlich alle von den 300. Und da geht rein, das ist noch ein weiterer Shutdown. Und wenn jetzt nicht Ragaz und Xayah sich weiter zurückziehen. Oh mein Gott! Wieso sind wir alle so weak? What happened? Hä? Okay, also Kamon ist obviously zu deep, so. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist schon nicht gut. Und das ist doch einfach übel genial. Wieso geht Autofill denn da überhaupt deep? Ah. Ach Mann, das ist aber nicht gut. Das ist aber auch, man muss auch sagen, das ist auf dem individuellen Level einfach nicht gut gespielt. 300 machen einen großen Makrofehler, indem sie Toplaner abholen, also sich Toplaner abholen lässt und dann die Botlane overpusht, offensichtlich. Und dann fehlt aber leider so die individuelle Klasse von V9, um das so ein Fight halt cleaner zu spielen. Ich hoffe, in Game 2 fangen die sich ein bisschen in die Richtung, weil im Moment sieht es für mich persönlich so aus. Als würde sich 300, als würden sich die 300 hier mehr wohler fühlen auf ihren Champs auch. Also es wäre jetzt so auch die Champ Select für sie etwas besser gelaufen im Sinne von, die können ihre Champs einfach besser performen, besser spielen. Ich rede nicht mal von Qualität der Champions, okay? Ich denke, Wukong zum Beispiel ist auch sehr stark. Ich finde Gragas halt einfach eine sehr gute Antwort unter Wukong. Aber es ist so, ich glaube, die Spieler fühlen sich auf ihren Champs viel wohler. Sind viel mehr auf Komfort. So der Gragas spielt, wie Leona spielt, wie Xayah spielt, so wie Ahri spielt, sind die alle so aus, als hätten die ihren Champs schon mal gespielt. Und, bei V9 fühlt sich das ein bisschen nervös an. Also. Wieder da, Sola fällt gerade für Bockzeit. Wenn jetzt die anderen die 300 Jungs in eine Position bringen können, wo sie den Jungler vergessen und sich vielleicht sogar catchen lassen. Kamon kann sich ja aktiv catchen lassen. It's not too bad. Wenn Autofill einfach auf diesem verfickten Pinkboard oben bleiben würde. Junge, was ist denn hier los? Bleibt doch sehr aus dem verfickten Pinkboard einfach. Weil das ist ein Smite-Duell jetzt, was Autofill gewinnen kann. Schade. Sehr, sehr schade. Was da? Oh, Mist ein Q-Spell. Wird dann CC. Du kriegst den Finisher nicht mehr auf die Xayah. Super ärgerlich. Aber in general war der Versuch not bad. Also, können die Situation, glaube ich, nochmal eben. Können die Situation nochmal eben im Detail, glaube ich, klären. Game ist vorbei. Die werden auch gleich auf mich warten, John. Damit sie mich einladen können. Aber einmal möchte ich noch kurz über die Situation reden. Also, lass ruhig die Situation anschauen. Also, Ciri moved. Achso, okay, nevermind. Wir haben Blue Trinket. Sehr, sehr gut von Autofill wegzumoven. Dieser Catch hier ist fein tatsächlich. So, ist jetzt nicht zu bad. Wenn er weiß, dass hier oben ein Blue Trinket kommt, könnte er hiermit noch warten. Aber wenn er einfach sich nur catchen lässt und hier oben kein Blue Trinket kommt, ist es ein sehr guter Catch. Also, er lässt sich catchen quasi, beschäftigt damit die anderen, nimmt auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit, zieht die auf sich. Und hier könnte man sich schon überlegen, bei 3K. Könnte man sich schon darüber nachdenken, okay, wie spielen wir es, ne? At this point, wenn Leona rausgeht, sehe ich die drei aber schon wieder hier entern, weil Ahri nämlich spazieren gegangen ist, in der Position, wo sie nicht sein darf. Wenn hier jetzt einfach super früh und super schnell rübergegangen werden würde, wäre schon sexy. Jetzt nämlich hier den Kill gehabt, also den Kill haben können, den Ragaz. Dann hast du auch den Nash. Und dann muss Sola da gar nicht mehr sterben, sondern wird einfach Base gehen. Und kann von da aus dann mit den Nash mit den Set Map den Nexus verteidigen. Aber Game 1, easy Learnings, Leute. Easy Learnings. So viel muss man zugeben. Also so viel muss man sagen. Aber krass gespielt von den 300 Jungs.
Also das war wirklich eine sehr, sehr gute Performance. Ich denke, die haben in vielen Situationen den besseren, einfach besser gespielt, Überzahlfight gewonnen am Drake und sowas entscheidet dann halt eben auch. Da war, glaube ich, jede Situation war decisive gewonnen. Der Kiri, danke für den Resub. Und Chef Malara, danke schön für den Sub. Und Domme, danke für den Resub. Brachial Klamauk, danke schön für den Resub. Lead Russell, danke schön. Skill Reaper, merci. Danke euch, Jungs. Gibt es so ein Loser Bracket? Ich glaube, es gibt ein Loser Bracket, ja. So, ich hoffe, ich kriege nochmal einen Invite, obwohl ich gerade zu spät war. Das wäre super cool. Loser Bracket wäre morgen Abend. Ja, morgen Abend habe ich aber gar keine Zeit. Ne? Morgen Abend ist ja mein Schach.